Corona-Impfschäden werden nach wie vor weitgehend vom Staat ignoriert. Dabei ist Österreich kein Sonderfall. Weltweit bemühen sich die Verantwortlichen, dieses Thema möglichst zu verschweigen. Doch immer mehr Menschen schließen sich zusammen, um dagegen vorzugehen. Am vergangenen Wochenende fand in Wien eine erste internationale Konferenz des Widerstands statt, um Betroffenen eine Stimme zu geben und ihre Erfahrungen öffentlich sichtbar zu machen. Aus über 10 Ländern reisten Teilnehmer zur ersten internationalen Widerstandskonferenz nach Wien, um sich auszutauschen und neue Netzwerke zu knüpfen. Es ist deswegen so, dass es keine staatliche Unterstützung für Impfopfer im Prinzip gibt, weil der Staat, der diese Impfopfer ja zum größten Teil verursacht hat, kein Interesse daran hat, dass das sichtbar wird. Wir haben alleine 18 Franzosen und Organisationen aus Frankreich hier, die als Impfopfer gestern schon auch bei einer Veranstaltung vor dem Wiener Stephansdom gesprochen haben. Wir haben viele Betroffene und auch Initiatoren gegen die Impfung, gegen die Corona-Maßnahmen vor Ort aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus England sogar auch eingeflogen. Viele Franzosen und auch aus Liechtenstein und so weiter. Das heißt, das Ziel ist, international auch zu zeigen, mit den Videos, die danach auch veröffentlicht werden, wie wichtig dieses Thema ist, dass es viele Länder, viele Menschen in vielen Bereichen betrifft und dass es deswegen auch eine nationale und eine internationale Aufarbeitung braucht. Negiert wird es auf jeden Fall deswegen, weil natürlich gewisse Personen, Organisationen, Akteure nicht wollen, dass das an die Öffentlichkeit gerät, weil die ja Geld damit machen oder gewisse Agenten verfolgen und Zielsetzungen erfolgen, die nicht unbedingt die besten sind für das Volk. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Konferenzen wie diese hier. Wir müssen mehr hinausgehen, darüber sprechen, auch jeder, nicht nur wir hier mit den Experten. Und ganz wichtig ist auch eben die internationale Vernetzung, die wir hier ja vorantreiben wollen. Wir haben hier jetzt da 6 verschiedene Länder anwesend. Dann haben wir noch Videobotschaften von 2 anderen Ländern, also von Akteuren oder von Aktivisten. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, noch weiterhin uns jetzt zu vernetzen mit den anderen europäischen Ländern vor allem, damit wir da eine große Front sind und auch untereinander die Informationen austauschen und das nicht immer nur im eigenen Land bleibt. Also wir haben ja jetzt jahrelang quasi hier unsere Kämpfe gefochten, und haben jetzt die Zeit, jetzt ist auch die Zeit da, jetzt gibt es eine Dynamik, dass sehr, sehr viele Menschen daran interessiert sind, sich international zu vernetzen und das müssen wir auf jeden Fall vorantreiben. Wir haben es mit einem extrem mächtigen Gegenspieler zu tun. Letztendlich, wenn man es runterbricht, wird man erkennen, das ist der Kampf der Bösen, der dunklen Mächte, ich möchte sogar sagen der satanischen Mächte gegen das Gute, gegen das Göttliche. Und wir Menschen, wenn wir alle zusammenhalten, wir Bürger dieser Erde, dieser Länder, als Menschheitsfamilie, dann haben wir die Chance und die Kraft, diesen Kampf zu gewinnen, uns endlich und ein für alle Mal aus den Fängen dieser sogenannten Machteliten zu befreien. Viele Menschen setzen derzeit große Hoffnungen auf die USA. Dort könnte Robert Kennedy Jr., ein Kritiker der Corona-Maßnahmen, bald eine bedeutende Rolle übernehmen, nämlich die Leitung des Gesundheitsministeriums. Wenn ich Robert Kennedy jetzt beobachtet habe für seinen Einsatz für die Kinder, seinen Kampf gegen die unsinnigen Schutzimpfungen, dann halte ich ihn für einen glaubwürdigen Menschen. Ich weiß, dass es einige andere gibt, die immer sagen, es wird sich nichts ändern, auch mit Trump nicht, weil alles nur dem Geld zuarbeitet. Ich will mal hoffen, dass hier das Gute in den Menschen da ist und siegt. Ich würde glauben, dass sich was ändern kann, dass der Kampf gegen den Deep State, gegen die Machteliten beginnt und dass wir uns wieder aus dieser Dominanz der Pharmakonzerne, die ja letztendlich diesen Machteliten gehören, befreien können. Und da würde ich schon auf Robert Kennedy setzen, wenn er denn Gesundheitsminister wird. Denn nicht nur in den USA, sondern weltweit fühlen sich Impfgeschädigte weiterhin im Stich gelassen. Ein Beispiel dafür ist die 35-jährige Marie Charlotte aus Frankreich, die nach der Impfung unter mehr als 50 verschiedenen Nebenwirkungen leidet und seitdem auf Krücken angewiesen ist. Heute fühle ich mich vom Staat betrogen, da ich im Gesundheitswesen arbeite und Apothekerin war. Es war Pflicht zu impfen. Ich war gezwungen, mich impfen zu lassen, obwohl ich diese Injektionen nicht wollte. Jetzt fühle ich mich vom Staat betrogen und bin bereit, rechtliche Schritte einzuleiten und ich kämpfe dafür, entschädigt zu werden. Prête à aller en justice. J'ai un avocat pour justement me battre contre le fait qu'on m'a injecté de force.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt, bei allem, was wir wissen, die Boosterungen noch letztendlich empfiehlt. Also es ist letztendlich pervers. Ein Kollege von Ihnen hat ja auch aufmerksam gemacht auf eine deutsche Ärztin, die in ihrem Internet wirbt, dass die Kinder jetzt kommen sollen. Sie freut sich so, wenn sie denen Gutes tun kann mit der Impfung. Also wir wissen die Schädigungen von Anfang an. Professor Bakti und andere Mitglieder unseres Vereins Experten haben von Anfang an, bevor der Beginn der Impfung, genau die Wirkungen beschrieben, die kommen werden. Und es hat sich alles bestätigt. Und jetzt wissen wir, alles ist offen. Es gibt so viele Publikationen, Studien. Wie man das noch vorantreiben kann, ist einfach nur noch pervers. Ich kann nur den Kopf schütteln und kann jeden davor warnen. Botschaft: Schützt eure Kinder vor diesen Impfungen, aber auch vor jeglichen sogenannten Schutzimpfungen. Voraussichtlich im Mai 2025 soll eine zweite internationale Widerstandskonferenz stattfinden. Nähere Informationen finden Sie unter impfopfer.info.